Hey! Hey! Ey Leute, ich habe immer noch Herzrasen von der letzten Runde. Martin hat gesagt, wir müssen noch mal einer, wenigstens spielt er jetzt. Ich muss auch mal probieren, was hier los ist. Ich gucke jetzt übrigens ich mache die ganze Zeit so übrigens so. Nein! Doch! Das ist unfair. Ich habe auch hingeguckt. Das ist nämlich scheiße, wenn man alleine hingucken muss. So. Nur, das spielt sich ja voll träge. Oh, das hasse ich. Ich hasse das auch. Ich will nach Hause. Was ist überhaupt los? Man muss hier raus, oder? Boah, ey. Es hat sich eben diese Fratze von diesem Viech oder Monster oder was es war, hat sich mir in die Seele gebrannt. Besten Dank auch, lieber Indie-Erfinder, der das ja gemacht hat. Ach, das war vorhin nicht so früh, oder? Nee, nicht so ein... Die Stufe eben sah aus wie so ein Gesicht. Ja, ich muss jetzt spielen, weil mich hier keine Lust mehr hat. Du hast gesagt, das ist überhaupt nicht so schlimm, wenn man nur zugucken muss bei Slender. Das ist hier... Das ist schlimm, wenn man selber spielt, finde ich gerade so eben. Ich weiß ja jetzt, was da unten lauern kann. Hoffentlich ist da nicht noch was Schlimmeres. Wir kommen raus, bestimmt. Wir gehen nach unten, du Depp. Wir kommen da nie raus. Wir waren in dem Turm und kommen ins... Es hat da hinten im Zimmer geknackt eben. Ich weiß es nicht. Geh mal... Wo kommt eigentlich das Licht her? Man sieht total schlecht. Was soll denn das? Boah, fuck me. Fuck. Ich will das überhaupt nicht spielen. Ich will das auch nicht spielen. Warum spielen wir das überhaupt? Ich weiß es nicht. Für die Deppen da draußen. Die müssen das. Die können weggucken. Die scrollen das gerade runter in die Kommentare und schreiben: lol, Roffel. Die haben voll Angst. Ah. Nach der Runde ist für heute Schluss. Ja, ich bin jetzt... Ey. So, reiß uns mal ein bisschen zusammen. Ist noch nichts passiert. Es geht schon. Berühr mich nicht. Was hast du da? Alter! Ich brauche uns moralischen Beistand. Okay. Es geht schon. Vielleicht, wenn ich jetzt schnell genug bin, nicht so viel Pausen mache, vielleicht komme ich hier raus. Martin, du sagst so Sachen, die diese Deppen im Horrorfilm auch immer sagen, die als Erste sterben. Und das ist nicht mal die B-Variante, die irgendwie schlimmer sein soll. Boah, scheiße, ich hasse das, sowas selber zu spielen. Kann ich nicht einfach losschreien und rausrennen? Das wollt ihr doch sehen. Dann muss ich mir das. Dann haben wir es hinter uns, meinst du? Ich habe halt immer noch Herz. Martin hat Vollgas Gänsehaut. Stimmt. Also. Die Haare stehen echt zu Berge auf dem Arm. Krass. Alter, ich habe gerade. Mir geht gerade so die Pumpe und meine Hand schwitzt. Jetzt werde ich zitter. Spielt denn sowas alleine? Ich würde alleine durchdrehen. Ohne Witz. Ja, was helfe ich? Ich würde richtig. Das hilft schon. Ich würde alleine durchdrehen. Ich würde. Alter! Entschuldigung, ich bin ausgerutscht. Wie lange darf ich denn meine Augen zumachen? Gar nicht! Habe ich nicht gemacht. Habe ich echt nicht gemacht. Ihr sagt mir das, wenn ihr die Augen so. Wenigstens im Nachhinein, dann kriegt er im Nachhinein Strafe. Du machst nicht die Augen zu, du guckst damit hin. Ich will da nicht hingucken. Da denkst du, ich? Ich habe bei dir auch mit hingeguckt. Ah, das Atmen schon wieder. Der arme Imp wird von mir total zerdrückt. Das sind noch ganz andere Sachen als beim letzten Mal. Ja, das ist das. Ich hab's eben schon befürchtet, dass das irgendwie zufällig ist, was da wie passiert und. Wir wissen übrigens nicht, ob das eben so gedacht war, dass das einfach aus war an der Stelle. Wir hoffen es, weil. Wenn man da noch weiterspielen müsste. Nee, das ist also. Oh, fuck.
Und da gibt es noch eine schlimmere Variante. Mann, ich will mir das gar nicht vorstellen. Was ist denn hier los, Alter? Ich krieg gerade so das Herz. Was war da eben? Ist er getropft? Mann, oh Mann, oh Mann, ich würde ungern aufhören zu quatschen. Ich glaube, das macht es noch viel schlimmer. Ich kann gerne irgendwas erzählen, ich weiß nicht. Ich bin ein bisschen in Schockstarre hier. Ich weiß nicht, ob das so gut ist, ob, wenn man dann irgendwie abgelenkt ist und dann quasi noch viel krasser erwischt wird. Weil Angst ist ja auch irgendwie gut, ne? Nee. Da bereitet man sich halt drauf vor, dass gleich was passiert. Nee, eigentlich nicht. Man macht sich total verrückt. Ich weiß nicht, vielleicht wäre es besser, wenn wir die ganze Zeit irgendwelchen Quatsch reden. Und oh, fuck, mir kann es nicht einfach vorbei sein. Warum steht es nicht einfach der Typ da am Schluss? Bitte. Martin, sag doch sowas nicht. Ja, dann wäre es vorbei. Ich sagte, wenn wir wieder in der Ferne dieses Gesicht sehen, stehe ich auf und gehe. Ich lasse mich nicht wieder von dem antatschen. Dass man auch mal ewig den Treppenabsatz nicht sieht. Das ist was, das... Was? Nee, doch nicht, sorry, ich hab dich... Geh einfach weiter. Ich dachte, da glänzt gerade irgendwas, aber das war bloß die Lampe. Ich hab eben auch schon ein paar Mal was gesehen, wo nichts mehr war. Also an der Wand plötzlich, dann war dann doch nichts. Ich trau mich... Guck mal weiter nach unten. Ich lehne mich auch nicht so weit nach vorne. Ah, da ist der Schatten, da war gerade der Schatten. Geh einfach weiter. Ich hab's gemerkt. Fuck me. Wenn wir, ich stehe. Da ist er, ich gehe raus. Was? Ah! Oh! Ich hab ihn zu spät. Haben wir es geschafft? Hab das jetzt, Alter, zufrieden, oh Gott! Du hast ja alles runtergerissen, die Leute hören dich wahrscheinlich gar nicht mehr richtig. Du hast das alles hingeschmissen, du bist ja wahnsinnig. Hört er mich jetzt wieder? Was ich gesagt habe, als ich das Mikrofon abhab, war... Das stimmt. Was ist schon mit den Leuten los? Du siehst ihn aber immer früher als ich. Ja. Ich lauf da voll rein. Aber der war da jetzt schon, den habe ich mir nicht eingebildet, oder? Ja, der kam dann. Ich bin dann noch einen Schritt weiter gegangen, nachdem du gerade alles weggeschmissen hast, und dann hat er mich erwischt. Warum wollt ihr, dass wir sowas spielen? Warum wollt ihr, dass der Imp sowas spielen muss? Der arme Kerl. Der arme. Siehst du, wie durchgeschwitzt der ist? Ja, das ist aber meiner hier. Ja, genau. Den tauschen wir morgen wieder. Du kriegst jetzt den durchgeschwitzt, den behalte ich nicht. Der kommt jetzt hier wieder schön in seine GTA-Tasse, wo er reingehört. Ja? Da sitzt der ganz bequem drin. Hallo. Ich glaube, also die ganzen Leute, die gesagt haben, der Michi muss das Gruselspiel, ich habe das viel Schlimmere jetzt gespielt. Als das Slender? Ja. Weiß ich nicht, also das Slender ist auch anders fies. Ich glaube, dann nehme ich auch irgendwie die, von mir aus, die wie sagt man, dann nehme ich es auch hin, Schisser genannt zu werden, aber... Schau mal, ich gucke sogar jetzt noch panisch in dem Raum rum, ob hier noch irgendwelche Gestalten rumstehen. Ach, hier ganz schön dunkel. Also wir haben hier nur so ein kleines bisschen Licht von rechts hier, damit wir auf der Webcam zu sehen. Ja, puh. Ich weiß gar nicht, ob man dieses SCP jetzt nochmal probieren kann, sollte, weil man rennt ja eigentlich praktisch so, ich habe das Gefühl, man rennt so lange da runter, bis man erwischt wird. Das ist ja irgendwie, das kann es ja nicht sein. Also ich würde mich nochmal dazu breitschlagen lassen mit ausreichend Urlaub und Abstand zu diesem Kack hier. Also das B zu probieren, ja. Aber ja. Das hier... Irgendwann nächste Woche vielleicht. Ja, nee, mir langt es. Sollen es der blöde Fritz und der blöde Daniel ausprobieren und die sollen halt Vollgas reinlaufen? Wir spielen erstmal Slender, du und Fritz. Wie wäre es mit Nee? Ich schaue mir nie wieder einen Horrorfilm an. Also wenn ihr Michi bei Slender sehen wollt, auch, und bei, oder, zu machen. Oder bei SCP 87B, hör auf. Schreibt es in die Kommentare und gebt ihm halt ein Video und Like, damit er sieht,
dass ihr das wollt. Also dann liked halt das Video, damit ihr merkt, dass der, damit er der nicht rauskommt. Ich hab auch schon zwei solche Spiele gespielt. Hallo. Ich habe schon 6 Folgen Slender gespielt. 6? 6. Ihr habt doch einfach nur noch, ihr habt das gar nicht selbst gespielt und habt dann hinterher so ein Webcam-Bild gefaked. Ist alles gefaked. Die sahen auf einmal, sahen ihr beide dann viel besser aus, weil ihr dann so Schauspieler engagiert habt. Ja, da habe ich gar keine Angst bei. Wie nicht, nee. Nee, also für heute Schluss, weil sonst habe ich wieder Albträume. Ich habe auf jeden Fall, ich kann nicht versichern, dass ich heute Nacht nicht schlafen werde wegen dem Scheiß. Ihr seid schuld. Ja. Aber wie gesagt, sagt sie Michi, wenn er Slender oder SCP-87B spielen soll, weil der muss. So sehe ich das halt. Wie ich den Typ halt schon da stehen sehe. Michi leidet jetzt noch ein bisschen vor sich hin. Ihr habt euren Spaß, könnt ihr mal was anderes gucken, was Lustiges, ne? So ja, Happy Meals oder dieses komische Lollipop oder so. Wir machen Schluss. Bis zum nächsten Mal. Ciao.